hat und uns zu diesem Erfolg geführt hat, das ist, wie die Noten auch sagen, unser sehr versierter Direktor Pius Zülmen. Und ich möchte ihm noch einmal recht herzlich danken. Und ich glaube, das ist sicher ein Applaus wert. Weiter möchte ich danken auch unserem Vizedirektor, Hans Duss. Auch er hat die Mühe und Arbeit nicht geschochen und hat die vielen Separatproben die Stück ausbändelt und auseinandergenommen. Einen grossen Dank möchte ich auch aussprechen allen Musikantenfrauen, Freunden, Freundinnen. Musikantenmannen gibt es bis jetzt noch nicht. Aber ich möchte doch denen danken fürs Ausharren, denn sie haben manchmal müssen auf ihre Liebsten verzichten. Ganz sicher möchte ich auch nicht vergessen, alle Gönner, denn ihr wisst, dass der Besuch an so einem Musikfest immer mit sehr grossen Kosten verbunden ist. Und die Löcher in der Kasse muss man natürlich stopfen. Und da sind wir immer froh, wenn wir da und an diesem Ort einen kleinen Zustopf bekommen. Weiter möchte ich auch herzlich danken in den Schlachtenbummler, die mit uns gekommen sind. Und von mir aus gesehen hätte es auch noch ein bisschen mehr dürfen sein, aber ich bin froh, dass die dabei gewesen sind und das miterlebt haben, unseren Erfolg. Danke vielmals. Zum Schluss möchte ich auch noch allen denen danken, die ich jetzt vergessen habe und die irgendwie auch zu unserem Erfolg beigetragen haben und auch hinter den Kulissen gearbeitet haben. Also noch einmal herzlichen Dank für den herzlichen Empfang. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen bei uns. Wir gehen nämlich nachher in Kronensaal und alle Vereine, die an diesem Empfang mitgemacht haben, plus Delegationen, plus alle die, die Zeit und Lust haben, sind eingeladen, Kronensaal nachher mit uns noch ein bisschen zu feiern. Danke.